Herr Präsident, liebe Kollegen, ich begrüße die schnelle und entschlossene Reaktion der G20-Staaten auf die globale Finanzkrise. Vieles ist geschehen. Das Feuer scheint gelöscht, aber das Fundament unseres Finanzsystems ist nach wie vor wackelig. Die Bürger sind verunsichert, die Gewinne werden bei den Aktionären thesauriert und die Verluste sozialisiert, so sehen es die Bürger. Inzwischen gehen mehr und mehr Marktteilnehmer wieder zum Business as usual über. Sie drehen große Räder und sie konzentrieren sich nicht auf das, was sie eigentlich als Dienstleister tun müssen, nämlich die Realwirtschaft zu unterstützen. Wirtschaftsethik und Verantwortung scheinen nach wie vor bei vielen Fremdwörter zu sein. Ich erwarte von der G20 konkrete Maßnahmen, und zwar schnell. Und ich hoffe, dass die EU-Mitgliedstaaten hier an einem Strang ziehen. Neben neuen Aufsichtsstrukturen, höhere und progressiv zum Risiko steigende Eigenkapitalausstattung, langfristig ausgerichtete Anreizsysteme, nicht kurzfristig, koordinierte Austrittsstrategie aus der Staatshilfe, Eindämmung von Protektionismus und Regulierungskonkurrenz statt Regulierungsarbitrage, Überwindung der Prozyklität und Lösung des Too-Big-to-Fail-Problems und vor allem, dass wir festhalten an der bewährten sozialen Marktwirtschaft. Danke.